Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, wir haben in der letzten Folge, warte mal, wo waren das? Wir haben ja jetzt endlich die eine Steintafel gefunden, die gesucht wurde für Franco. Wo waren die da? Kann ich die lesen? Die dritte Falle wurde von Quarodron erbaut und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Die würde ich jetzt endlich mal abliefern. Und noch dazu muss ich auch noch mal kurz schauen, wie sind wir jetzt momentan von Stärke? Können wir eigentlich schon bessere Waffe ausrüsten? Nein, 4 Stärkepunkte zu wenig. Schade. Das ist jetzt wirklich schade, das hätte ich jetzt gerne. Aber okay, wir können aber zumindest Franco hier Dings liefern. Ich dachte, das wäre wieder was zum Einsammeln. Und abgesehen von diesen Sumpfgolems sind die Sümpfe auch eigentlich mittlerweile frei. Also leer. Da stellt sich mir die Frage, wo gibt es denn hier noch mehr solcher Viecher? Wir brauchen ja Punkte. Wir haben aber auch 10 Lernpunkte noch offen. Und ich sehe da was. Was ich nicht eingesammelt habe. Gibt es hier noch mehr? Ja, also ich will jetzt hier nicht durch den Sumpf rumknechzeln. So. Sancho. Aber wir reden erstmal hier mit Emerit, glaube ich, hieß er. Emerit. Irgendwie so in der Richtung. Der wird sie freuen. Edgar. Ich habe die Steintafel gefunden. Ich habe die Steintafel gefunden. Wirklich? Du bist ja ein mutiger Kerl. Damit hast du dir bestimmt deinen Eintritt ins Lager verdient. Okay, Arsch. Dem interessiert es einfach nicht. Der Arsch. So, okay, dann gehen wir zu Franco. Ja, aber ich bin auch froh, dass wir die Steintafel zweimal hatten bekommen. Hätten wir die nur einmal bekommen gehabt, wüsste ich nicht, wem ich es zuerst geben hätte sollen. Ob ich es jetzt zuerst den Magiern hätte geben sollen, also Saturas. Oder Franco. So, Franco. Hier ist die Steintafel. Gut, sehr gut. Raven wird mit dir zufrieden sein. Mich brauchst du das nicht. Das will doch keiner wissen. Was ist jetzt mit dem Lager? Kann ich endlich rein? Was ist jetzt mit dem Lager? Kann ich endlich rein? Nein, ich habe Logan reingeschickt. Er stand vor dir auf der Liste. Und für einen weiteren Mann ist zurzeit kein Bedarf im Lager. Außerdem kann ich dich hier gut gebrauchen. Jetzt, wo Logan nicht mehr da ist. So, du. Den mache ich jetzt fertig. Schwein. Ich mach dich fertig. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders. Nicht. Willst du dich mit mir anlegen? Na, warten! So. Oh. Glaubst du wirklich? So, wir gönnen uns noch ein bisschen Heiltränke, sag ich jetzt mal. Ist er jetzt tot oder lebt er noch? Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Nichts zu plündern. Ich glaube, der ist tot. Okay, Hey, was ist da unten passiert? Ich habe Franco umgehauen. So? Dann ist das jetzt deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die faulen Säcke jeden Tag ihre Arbeit machen. Hey, ich bin nicht hier, um mich mit Jägern rumzuärgern. Ich will ins Lager. Nichts da. Du hast Franco umgehauen. Du bist jetzt der Anführer. Also, mach deinen Job. Wenn ich der Anführer bin, dann kann ich bestimmen, wer als nächstes reinkommt.
Und ich bestimme, dass ich als Nächster reinkomme. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Wir haben niemanden angefordert, also kommt auch niemand rein. Taurus kann doch einen neuen Anführer für die Jäger schicken. Dann wird drinnen ein Platz für mich frei. Du gibst nicht auf, was? Okay, dann schieb deinen Hintern rein. Taurus wird sich darum kümmern, dass die Jäger nicht ohne Anführer leben müssen. Worauf wartest du noch? Und besorg dir eine Spitzhacke. Ich dachte schon, ich müsste ihn jetzt auch noch umhauen. So. Okay, also Franco ist jetzt, also ich musste ihn umlegen, oder wie? Glaubst du wirklich? Ja, hat er aber auch verdient. Bin ich auch froh drüber. So, der heißt Bandit. So. Ich habe aber Angst, ihn wie Taurus. Hey, bist du der Neue, der Franco umgehauen hat? Ja. Ja, warum? Weil ich jetzt seinen Job übernehmen muss. Hast du ganz toll gemacht, vielen Dank. Und wie ist es so, Anführer der Jäger zu sein? Und wie ist es so, Anführer der Jäger zu sein? Lass mich bloß in Ruhe. Okay. So, Senja. Ah, wen haben wir denn da? Sieh an. Das bist ja du. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Okay, sag mir zuerst die schlechte Nachricht. Sag mir zuerst die schlechte Nachricht. Raven sucht dich. Seine Gardisten suchen dich. Eigentlich suchen dich alle Banditen. Und wenn sie dich entdecken, werden sie dich töten. Das haben schon viele versucht. Dann ist deine Kampfkunst so groß wie deine Gerissenheit. Mit einer unserer Rüstungen ins Lager zu kommen, das ist wie das Schaf, das zu den Wölfen kommt. Dein Leben hängt an einem dünnen Faden, Sohn der Gefahr. Kenn ich's denn ja nicht? Und was ist die gute? Und was ist die gute Nachricht? Nun, ich weiß zwar nicht warum, aber du hast dir ein paar mächtige Feinde gemacht. Du kannst von Glück reden, dass ich dich erkannt habe und kein anderer. Denn ich bin verständnisvoll und umgänglich. Wie viel willst du? Oh nein, bitte! Ich will doch kein Gold von dir erpressen. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Was willst du dann? Vor kurzem hat jemand versucht, Esteban aus dem Weg zu räumen. Er ist jedoch an seinen Leibwachen gescheitert. Geh zu Esteban und sprich mit ihm. Danach unterhalten wir uns noch einmal. Okay. So, Emilio? Du siehst aus wie ein Butler. Du siehst aus wie ein Butler. Ich bin ein Butler. Als ich das letzte Mal in der Mine war, habe ich geschuftet wie ein Blöder. Schön. Was passiert mit dem Gold aus der Mine? Was passiert mit dem Gold aus der Mine? Taurus sammelt es ein und verteilt es. Keiner darf behalten, was er geschürft hat. Jeder bekommt nur einen Teil des Goldes, damit auch die Jäger und Wachen nicht leer ausgehen. Ich find's okay, seit dieser Regelung gibt es weniger Tote und die Schürfer bekommen immer noch mehr als die Typen, die draußen rumhängen. Alter, dann der Erdbeben. Okay, aber wir sind aber wenigstens drin. Warum bist du jetzt nicht in der Mine? Ich war lang genug in der Mine und hab bis zum Umfallen geackert. Jetzt brauche ich erstmal ein paar Tage Ruhe, bevor ich mir meine nächsten roten Steine hole. Was hat es mit diesem roten Stein auf sich? Das ist eine Sache, die sich Taurus und Esteban ausgedacht haben. Taurus kümmert sich um die Goldverteilung und Esteban organisiert die Arbeiter für die Mine. Er will natürlich nicht jedes Mal zu Taurus rennen, wenn er jemanden in die Mine schickt. Deshalb drückt er uns einfach eine dieser roten Steintafeln in die Hand und Taurus lässt uns dann rein. Ist wie eine Eintrittskarte. Ah, okay. So, hier kriegen wir eine rote Steintafel. Was haben wir hier? Logan! Wie läuft's bei dir? Naja, wenigstens bin ich schon mal drin. Lucia brennt einen harten Schnaps. Aber Esteban lässt mich nicht in die Mine. Jedenfalls noch nicht. Er hat mir noch eine andere Aufgabe gegeben. Und? Was will er von dir? Es wurde ein Attentat auf Esteban verübt. Er will wissen, wer dahinter steckt. Esteban glaubt, dass Snuff damit drin hängt. Ich soll ihn im Auge behalten. Ich komme später wieder. Snuff? Snuff! Willst du futtern oder quatschen? Was darf sein? Was gibt's denn Leckeres? Ich will ein neues Gericht ausprobieren. Feuergeschnetzeltes in Hammersoße. Hammersoße? Eine Soße aus hammerhartem Schnaps. Ich habe ein Rezept von einem Typen namens Lou. Besorg du die Zutaten und brenn den Schnaps oben am Labortisch. Dann mache ich daraus eine Soße. Was meinst du?
Und Feuergeschnetzeltes? Feuergeschnetzeltes? Knusprig zart gebratenes Fleisch vermengt mit eingelegtem Feuerkraut. Aber keine Sorge, die Zutaten dafür habe ich bereits. Okay, ich mach's. Okay, ich mach's. Alles klar, hier ist das Rezept. Rezept für Luz Hammer erhalten. So, wer ist denn das? Okay. Sehr gewagt. Und, wie sieht's aus? Und, wie sieht's aus? Hör zu, wenn du was essen willst, geh zu Snuff. Wenn du was trinken willst, bist du bei mir richtig. Kommst du nicht aus Korinis? Kommst du nicht aus Korinis? Erinnere mich bloß nicht daran. Mein Leben in dieser Stadt war schrecklich. Als noch die Schiffe mit den neuen Verurteilten ankamen, da war in der Stadt noch was los. Aber diese ganzen anderen Typen... Nein, danke. Vielleicht liegt es daran, dass wir auf einer Insel sind. Naja, die Zeiten sind vorbei. Mit Eldridge bin ich fertig. Warum? Er ist ein Schlappschwanz. Als ich von den Banditen verschleppt wurde, hat er keinen Finger krumm gemacht, um mir zu helfen. Okay, was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Mal schauen. Ich bleib erst mal hier bei Snuff, Fisk und den anderen. Hast du schon mit Torus gesprochen? Oh, Enos, ist das ein wahrer Baum von einem Kerl. Entschuldige, kommen wir auf deine Frage zurück. Ich habe kein festes Ziel, ich lass mich treiben. Das glaube ich. Was trinkt ihr denn hier so? Was trinkt ihr denn hier so? Wir haben nur wenig Bier. Das einzige Bier auf der Insel haben die Paladine mitgebracht. Naja, wenigstens etwas Gutes, das die Kerle mitgebracht haben. Ansonsten trinken wir Schnaps. Ich habe selbstgebrauten Grog und weißen Rum. Den solltest du probieren. Das Rezept habe ich von Samuel. Der Alte versteht wirklich sein Handwerk. Du magst die Paladine nicht besonders? Was? Diese fanatischen Mörder im Auftrag der Feuermagier? Nein. Dieser Lord Hagen besetzt mit seinen Schlägern die Stadt und alle buckeln vor ihnen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht darauf warten, dass sie die rote Laterne zumachen und mich einsperren. Kannst du mir was beibringen? Nur zu gern. Bei mir kannst du deine Geschicklichkeit trainieren. Gib mir lieber was zu trinken. Gib mir was zu trinken. So, was hat die hier? Im Angebot ein Dolch. So, echter Seemannsgrog, weißer Rum, Bier, Wacholder, Ring der Geschicklichkeit, Laborflasche. Okay, was Besonderes hat die jetzt nicht. Aber wir können ihr das rostige Schwert geben, den Degen und Großbreitschwert. Da brauchen wir ja nicht mehr. Sonst haben wir hier... Doch, wir haben hier noch, ne, das brauchen wir noch. Goldene Schale. Ein Rohstahl. Aber komm, die können wir verkaufen. Die Goldbrocken. So, geweihtes Wasser, weiß ich nicht. Stängel Sumpkraut, habe ich auch keinen Plan. Blutkirche brauchen wir noch. Hier, die Pfanne kann weg. Was? Habe ich jetzt aus Versehen das hier verkauft? Ne, hoppala. Olafs Beutel, Lederbeutel. Ein Lederbeutel. Okay. Ups. Das ist Lucia. Da blubbert's, okay. Und Torus, ein Baum von einem Mann. Alles klar. Den hau ich noch zu. Fortuno! Eine schwarze Wolke über dem Haus. Der eine kommt mit Blut gebraucht, ihn zu rufen. Ihn, der mich sieht. Er sieht mich. Oh nein, geh weg. Verschwinde. Alles klar bei dir? Grün. Grüner Novize. Ich kann ihn nicht finden. Hier, nimm diesen Sumpfkraut. Hier, nimm dieses Sumpfkraut. Nicht grün, nicht stark.
Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Der grüne Novize hilft dem Novizen. Komm später wieder. Okay, Lena. Hi. Hi. Hi, ich bin Lena. Willkommen im Lager der Buddler. Buddler? Ich dachte, das wäre das Lager der Banditen. Richtig, aber die Banditen sind auch nur hier, um zu buddeln. Also... Kannst du mir was über das Gold schürfen beibringen? Klar, aber wenn ich dir was beibringe, wirst du mehr Gold schürfen können. Darum frage ich ja. Sicher. Aber wenn du mehr schürfen kannst, ist es doch nur fair, wenn ich einen Teil davon abbekomme. Nun... Am besten, du gibst mir meinen Anteil im Voraus. Sagen wir 50 Goldstücke. Bring mir was übers Goldhacken bei. Bring mir was übers Goldhacken bei. Gut. Gleichmäßiges Hacken bringt dich vorwärts. Nichts überstürzen, aber auch nicht beim Hacken einschlafen. Und schlag mir immer auf die gleiche Stelle. Versuch, um ein schönes Nuggetstück herumzuarbeiten. Befolge das und du bist auf dem Weg, ein wahrer Meisterbuddler zu werden. Ich muss weiter. Hat das jetzt Lern? Es hat keine Lernpunkte gekostet. Okay. Finn? Hi. Was willst du? Wo kriege ich eine Spitzhacke her? Wo kriege ich eine Spitzhacke her? Geh zu Huno, dem Schmied. Aber selbst wenn du eine Hacke hast, heißt das noch nicht, dass du auch in die Mine kommst. Wenn du rein willst, musst du mit Esteban sprechen. Zu Torus brauchst du gar nicht erst zu gehen. Der lässt dich nur rein, wenn du einen roten Stein hast. Sag mal, was hältst du von Esteban? Er ist der Boss hier. Er ist ganz okay, denke ich. Die guten Jungs lässt er immer in die Mine. Die was vom Schürfen verstehen, meine ich. Und du verstehst was vom Schürfen? Ich bin der Beste. Okay, was muss ich übers Goldhacken wissen? Na, da gibt's einiges zu wissen. Gold ist kein Erz. Das ist ein verdammt wichtiger Unterschied. Ich meine, welche Frau hängt sich schon eine Kette aus Erz um den Hals? Beim Hacken arbeitet man von oben nach unten. Da argumentiere ich nicht. So kannst du die Nuggets am besten freilegen. Es gibt auch Butler, die es umgekehrt machen. Aber das ist ungleich schwieriger. Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Klar, ich mache das schon seit über 35 Jahren. Es gibt nichts, das ich nicht erkenne. Bei dir würde ich sagen, du bist ein ganz passabler Schürfer. Oh, danke schön. Kann ich ihn noch weiter meine Schiffskills hier erhöhen? So, wer ist denn das? Fizz! Hey! Wenn du hier im Lager einen anständigen Händler suchst, dann hast du ihn gerade gefunden. Meine Hütte steht direkt hinter Esteban. Also, wenn du was brauchst, komm vorbei. Fizz, wir kennen uns. Gut, dass er mich jetzt nicht wiedererkennt. Da oben ist Torus. Bandit. Das habe ich früher auch immer gesagt. Paul? Handelst du mit Schmiedezubehör? Stahl gibt's bei Huno. Ich habe nur ein paar Brocken Erz. Aber die gebe ich nicht her. Es ist das einzige von Wert, was ich habe. Arbeitest du für Huno? Ich wollte ein bisschen Gold machen und habe bei Huno angefangen. Aber seitdem kriege ich von Esteban gar nichts mehr. Er hat gesagt, er kann mich nicht mehr gebrauchen. Was bleibt mir übrig, als weiterhin für Huno zu schuften? Ist alles klar bei dir? Ich will hier nur meine Arbeit machen, Mann. Okay, reden wir mit Huno. Wie sieht's aus? Beherrschst du dein Handwerk? Das habe ich doch schon mal gehört. Bringst du den Stahl? Stahl? Nein, ich denke, du verwechselst mich. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Kennen wir uns irgendwoher? Ich wüsste nicht woher. Mein Gedächtnis ist ein Sieb. Was soll's? Ich brauche eine bessere Rüstung. So, die kannst du haben. Dass sie so teuer ist, liegt an Esteban. Dieser verfluchte Hund kassiert nämlich von jeder Rüstung, die ich verkaufe, seinen Teil ab. Schwere Banditenrüstung kaufen. Schutz vor Waffen 45 Pfeilen.
45 kosten 2100. Ja, komm, gönnen okay. wir uns die mal. Ich nehme die Rüstung. Alles klar. So. Habe ich die jetzt auch an? Die schwere Banditenrüstung? Schwere Banditenrüstung. Jetzt habe ich die an. Leichte Drachenjägerrüstung ist dennoch besser als das hier. Aber wir haben dafür Dings hier ein Outfit. So, das da ist Torus. Du kennst die Regel. Ohne rote Steintafel kommt keiner in die Mine. Vergiss die Mine. Ich muss zu Raven. Selbst wenn. Wir haben hier Regeln. Und die gelten für alle, auch für dich. Kehr wieder um. Wenn du versuchst, ohne Erlaubnis den oberen Platz zu betreten, werden die anderen Gardisten dich umbringen. Das sind die Regeln. Wenn du was zu beanstanden hast, geh und sprich mit Esteban. Er ist für das Lager zuständig. Dass der mich nicht erkennt. Hisk hat mich nicht erkannt. Huno hat mich nicht erkannt. Torus erkennt mich nicht. Das hätte ich dir vorher sagen können. Leibwache, Esteban. Noch eine Leibwache. Bandit. Okay, reden wir mit Esteban. Du bist also der Kerl, der sich ins Lager gekämpft hat. Das hat sich ja schnell rumgesprochen. Franco war eine harte Nuss. Niemand hat sich mit ihm angelegt. Niemand. Außer dir. Nur damit das klar ist, wenn du versuchst, den gleichen Scheiß bei mir abzuziehen, dann mache ich dich fertig. Ich will aber in die Mine. Ich will in die Mine. Natürlich willst du das. Da bist du bei mir genau richtig. Denn jeder, der in der Mine schürft, darf einen fetten Anteil vom Gold behalten. Und ich verteile die roten Steine, die du brauchst, damit Torus dich durchlässt. Gib mir so einen roten Stein. Gib mir so einen roten Stein. Okay, aber den gibt's nicht umsonst. Für gewöhnlich verlange ich einen Teil des Goldes, den die Jungs fürs Schürfen bekommen. Wie sieht's denn mit deinen Kenntnissen übers Goldhacken aus, hä? Du hast dir schon ein paar Tricks erzählen lassen, was? Wenn ich dir einen roten Stein gebe, dann nicht, weil du so ein toller Buddler bist. Nein. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Gib mir jetzt ein was für eine Aufgabe? Was für eine Aufgabe ist das? Einer der Banditen hatte vor, mich zu töten, aber stattdessen haben meine Wachen ihn getötet. Er war wohl scharf auf deinen Posten, was? Er war ein Idiot. Ein Schläger ohne Verstand. Von allein wäre er nie auf die Idee gekommen, sich mit mir anzulegen. Nein, er hat den Auftrag nur ausgeführt. Geschickt wurde er von jemand anders. Ich soll also rausfinden, wer dahinter steckt. Wer auch immer mir diesen Attentäter geschickt hat, er muss dafür bezahlen. Finde ihn. Und ich lasse dich in die Mine. Wegen dieser Sache hat Senyan mich zu dir geschickt. Senyan? Er arbeitet auch für mich. Ich habe ihm gesagt, er soll die Augen aufhalten. Okay, wie soll ich vorgehen? Wie soll ich vorgehen? Jeder hier im Lager weiß davon. Du spielst also mit offenen Karten. Versuche herauszufinden, wer auf meiner Seite steht und wer nicht. Und lass dich nicht von den Kerlen verarschen. Sprich mit Snuff. Der dicke Koch kriegt eine Menge mit. Okay, ich brauche eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wieso? Du hast doch schon eine. Die ist fürs Erste gut genug für dich. Wenn du deinen Auftrag erledigt hast, reden wir doch mal darüber. Das will doch keiner wissen. Arsch. Okay, dann reden wir mal mit Snuff. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Beziehungsweise, warte mal, haben wir hier noch? Nicht wecken. Was? Wenn du dir selbst einen Gefallen tun willst, dann halte dich von Skinner fern. Der Kerl ist unberechenbar. Den letzten, der ihn geweckt hat, hat er umgebracht. Lass ihn schlafen, das ist das Beste für alle. Bist du ein Butler? Bist du ein Butler? Wegen der Hose? Nein, ich trage sie nur, weil sie bequem ist. Ich koche hier nur Fleischsuppe. Hier, kannst ja mal probieren. Die macht stark. Es ist immer wichtig, seine eigene Stärke zu trainieren. Draußen gibt's viele Gefahren. Wenn du willst, kann ich dir helfen, stärker zu werden. Oh, perfekt. Ich will stärker werden. Ich will stärker werden. Stärke 5. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Die,
Von dem liegt das bei 90, okay. Warte mal, dann muss ich doch eben ganz kurz das hier ausziehen. Ich will stärker werden. Ich kann dir nichts mehr bei. Ach so. Dann, okay, dann... Da haben wir Skinner. Okay, den dürfen wir nicht wecken. Was gibt's denn hier hinter? Hier kommen wir zu Lucia. Was haben wir hier oben? Noch ein paar Schlafmöglichkeiten. Fällt drüber. Apropos, wir hatten noch gerade eine Fleischsuppe bekommen, ne? Dampfende Fleischsuppe, Stärkebonus plus 1. Kann ich ihm einfach Fleisch liefern und dann kriege ich noch mehr Stärke? Das nehmen wir auch mal alles mit. So, und mit Snuff müssen wir reden. So, Snuff. Hey. Weißt du was? Was weißt du über dieses Attentat? Die Sache mit Esteban? Du ja. Weißt doch, wie das läuft. Der Wirt kriegt alles mit, aber er greift nie Partei für eine Seite. Also, weißt du etwas? Also, weißt du etwas? Das habe ich nicht gesagt. Mhm. Wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du tun? Wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du tun? Ich würde mir überlegen, was ich über den Auftraggeber weiß. Erstens, es war wahrscheinlich einer der Banditen. Das heißt, er ist hier im Lager. Zweitens, dass er hier im Lager ist, heißt, er beobachtet dich. Drittens, wenn er der Meinung ist, dass du auf Estebans Seite stehst, wird er sich dir nie zu erkennen geben. Die interessante Frage ist also, wie stehen deine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Wie stehen meine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Wie stehen meine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Bis jetzt ist noch alles offen. Danke. Hey! Ich hab dir nichts erzählt, was du nicht schon längst wusstest, klar? Okay. Was halten die Leute hier von Esteban? Was halten die Leute hier von Esteban? Da musst du schon etwas genauer werden. Jede Information kostet dich eine Kleinigkeit. Wie viel? 10 Goldstücke. Okay, Finn. Was ist mit Finn? Ein guter Butler. Er hat eine Nase fürs Gold. Esteban bevorzugt ihn deswegen. Ich denke, er steht ganz gut mit ihm. Okay, was mit Lenna? Was denkt Lenna über Esteban? So wie ich das beurteilen kann, denkt Lenna gar nicht. Senjan? Was ist mit Senjan? Senjan ist einer von Estebans Jungs. Er arbeitet schon eine ganze Weile für ihn. Emilio, was denkt er über Esteban? Ich denke, er würde nicht gerade Blumen an Estebans Grab bringen, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, Fisk? Was ist mit Fisk? Fisk ist Fisk. Er bezahlt seinen Teil an Esteban und verteilt die Waren, die er größtenteils von den Piraten bekommt. Ich denke, Esteban ist ihm ziemlich egal. Okay, Huno? Was denkt Huno über Esteban? Ah, Huno. Über den weiß ich so gut wie nichts. Diese Information ist natürlich gratis. Okay, Paul? Was ist mit Paul? Ich glaube, er mag Esteban nicht besonders. Seit er für Huno arbeitet, kommt er nicht mehr in die Mine. Okay, also Emilio oder Paul? Was hältst du von Esteban? Was hältst du von Esteban? Wer über ihn redet, ist schnell tot. Okay, Emilio oder Paul? Können nur einer von den beiden sein. Jetzt ist die Frage, wo war nochmal Emilio? Paul ist da vorne bei Huno. Das ist kein Geheimnis. So. Mich brauchst du das nicht. Was weißt du über das Attentat gegen Esteban? Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Gar nichts, Mann. Ich habe damit nichts zu tun. Was willst du von mir? Das habe ich auch gesagt. Ich dachte, ihr könnt jetzt irgendwie sagen, dass ich auf seiner Seite bin oder so. Meine Meinung kennst du ja schon. Wo haben wir Emilio? Seine Entscheidung.
Da, das ist Emilio. Ne, das ist Lena. Hin. Senjan. Emilio. Was weißt du über das Attentat? Was weißt du über das Attentat? Hey Mann, damit habe ich nichts zu tun. Was weißt du über das Attentat? Gar nichts. Kann ich irgendwie... Hey, du. Ich habe mit Esteban gesprochen. Ich habe mit Esteban gesprochen. Und er hat dir von dem Attentat erzählt? Er hat mich beauftragt, denjenigen zu finden, der den Attentäter geschickt hat. Weißt du was darüber? Nicht mehr als du. Ich bin ebenfalls auf der Suche nach diesem Auftraggeber. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Lass hören. Ich will, dass du deinen Job gut machst. Ich will, dass du diesen Verräter findest. Und wenn du ihn gefunden hast, will ich, dass du ihn für mich tötest. Die Belohnung kassiere dann ich. Ich habe deinen Steckbrief, vergiss das nicht. Mach deine Arbeit und mach sie gut. Du kannst dir denken, was sonst passiert. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich wusste, dass wir uns verstehen würden. Wenn du rausgefunden hast, wer der Kerl ist, erledigen wir diese Zecke zusammen. Und jetzt verschwinde. Bis dann. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, ich werde die auf jeden Fall umlegen hier. Also im... wegen des Attentats auf Esteban. Wegen des Attentats auf Esteban. Ja. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Klar. Ich werde es dir sagen. Bestimmt steckt dieser Emilio dahinter. Er ist immer wie ein Bescheuerter in die Mine gerannt. Er hat geschürft, was das Zeug hält. Aber seit das Attentat passiert ist, sitzt er auf seiner Bank und rührt sich nicht mehr weg. Ist ja klar. Um in die Mine zu kommen, muss er sich von Esteban den roten Stein abholen. Ich wette, er traut sich nicht mehr, ihm in die Augen zu sehen. Hm? Was könnte Emilio von Estebans Tod haben? Was könnte Emilio von Estebans Tod haben? Was weiß ich. Vielleicht hat er einen Kumpel in der Mine, der dann Estebans Platz einnehmen würde. Ja, das würde Sinn machen. Ich muss weiter. Finn? Wegen des Attentats auf Esteban. Ja? Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Warum willst du das wissen? Esteban will ihn tot sehen. Ich will mit dem Typen reden. Esteban will ihn tot sehen. Oh, du arbeitest für den Boss. Dann werde ich dir sagen, was ich weiß. Als das Attentat passierte, wollte ich mir von Huno, dem Schmied, meine Spitzhacke abholen. Aber er war nicht da. Und? Er ist sonst immer da. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Mhm. Nochmal wegen des Attentats? Nochmal wegen des Attentats. Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Okay. Alles klar. Also, es sind Emilio oder Paul. Es kann nur einer von den beiden sein. Ich quatsch nochmal mit dem. Huno wird verdächtigt, was mit dem Attentat zu tun zu haben. Huno wird verdächtigt, was mit dem Attentat zu tun zu haben. Ich weiß nichts darüber. Du arbeitest für Huno, also weißt du auch was. Du arbeitest doch für Huno, also weißt du auch was. Ich weiß nichts, ehrlich. Ich muss jetzt weitermachen. So, was ist mit Huno? Wegen des Attentats auf Esteban. Wegen des Attentats auf Esteban. Was willst du von mir? Ich suche den Auftraggeber. Und warum kommst du damit zu mir? Ich hab gedacht, du weißt vielleicht was über die Sache. Weiß ich nicht. Ich habe da ein paar Dinge über dich gehört. So? Ich hab gehört, du warst nicht an deinem Platz, als das Attentat passiert ist. Und weiter? Weiter nichts. Jetzt hör mal zu. Du bewegst jetzt deinen Arsch hier weg, bevor ich mich vergesse. Okay, warte mal. Wo ist ein Fisk? Wo steckt ein Fisk? So, was weißt du über das Attentat? Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Hör zu! Ich will mit der Sache nichts zu tun haben, klar? Ich habe meine eigenen Sorgen. Ich bin selbst ein Opfer. Inwiefern? Hab eine Menge Gold bezahlt für meine letzte Lieferung. Aber die kam nie an. Irgendein Schwein hat sie sich unter den Nagel gerissen.
Ich bin bestohlen worden. Wahrscheinlich von einem unserer eigenen Leute. Was war das für eine Lieferung? Ein Paket Dietrich. Jemand sollte sie für mich von den Piraten abholen. Aber ein Kerl namens Juan hat es mir weggeschnappt. Mitsamt dem Gold, das ich dafür bezahlt habe. Der Mistkerl versteckt sich irgendwo im Sumpf. Juan hat für Esteban gearbeitet. Was? Spiel keine Spielchen mit mir, du wusstest davon. Gut, du hast recht. Aber dir ist auch hoffentlich klar, warum ich es dir nicht erzählt habe. Jeder hier im Lager weiß, dass du für Esteban arbeitest. Ich habe keine Lust, in die Sache mit reingezogen zu werden, nur weil du scharf auf einen roten Stein bist. Ich arbeite nicht wirklich für Esteban. So? Du willst den alten Sack übers Ohr hauen? Dann gebe ich dir einen guten Rat. Behalt es für dich. Wenn es um Esteban geht, solltest du niemandem trauen. Nicht mal mir, klar? Und jetzt genug davon. Sonst hört uns noch einer. Okay. Esteban will ich auf jeden Fall loswerden. Genauso wie Senyan. Lass mich hier ungern verarschen. Oh, der brennt da schon mal. Kann ich mit dem nochmal reden, mit Emilio? Lena hat mir ein bisschen was über dich erzählt. Lena? Der Typ ist ein Idiot. Das musst du doch gemerkt haben. Er sagt, du warst nicht mehr in der Mine, seit das Attentat passiert ist. Ich weiß nichts. Du arbeitest doch mit diesem Senyan zusammen. Ihr steckt doch beide mit Esteban unter einer Decke. Ich habe genau gehört, was ihr gequatscht habt. Bisher hat Esteban sich einen Dreck um uns gekümmert. Warum sollte ich seinen Leuten trauen? Lass mich in Ruhe. Ich dachte, ich könnte... Hey. Bis dann. Du weißt, was du zu tun hast. Das Attentat, Auf Esteban wurde ein Attentat verübt. Ich soll herausfinden, wer dahinter steckt. Um den Auftraggeber ausfindig zu machen, sollte ich mit allen Leuten im Lager sprechen und herausfinden, auf wessen Seite sie stehen. Snuff ist eine gute Anlaufstelle, weil er eine Menge mitkriegt. Lena verdeckt Emilio, weil der nicht mehr zu Esteban geht. Finn erzählt, dass Juno während des Attentats nicht anwesend war. Emilio meint, dass Lena ein Idiot ist. Kann ich nochmal mit Snuff reden? Hey, du! Wie stehen meine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Ziemlich mies. Einige Leute haben mitbekommen, dass du dich mit Senyan eingelassen hast. Du wirst deine Beziehung zu ihm abbrechen müssen, sonst hast du keine Chance, den Auftraggeber des Attentats zu finden. Wusste ich's doch. Eben. Kann ich Senyan irgendwie loswerden, Logan? Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Du suchst nach den Typen, die dahinter stecken, was? Aber ja. Ich weiß nichts darüber. Wie sollte ich auch? Zu der Zeit saß ich noch im Sumpf. Ich komme später wieder. Weißt du hier noch was dazu? Hey, du. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Gar nichts. Schön. Kann ich ihm nicht einfach aus dem Maul hauen? Ich will mal was ausprobieren. Wir speichern einmal ganz kurz hier auf die 2. Das wirst du bereuen. Jetzt geht's zur Sache. Zeig's ihm! Du hast Senyan umgelegt. Hast du damit ein Problem? Nein, Mann, damit habe ich kein Problem. Ganz im Gegenteil. Der Mistkerl hat für Esteban gearbeitet. Hilf mir, den Auftraggeber des Attentats zu finden. Nein, damit will ich nichts zu tun haben. Wenn einem Idioten wie Lena auffällt, dass du dich merkwürdig verhältst, kann es nicht mehr lange dauern, bis auch Esteban dahinter kommt. Ich sag dir nur einen Namen, mehr nicht. Ich höre. Juno, geh zu Juno. Er muss was über die Sache wissen. Okay. Was hast du gegen Esteban? Das Schwein denkt nur ans Abkassieren. Alle paar Tage wird einer von uns von einem Crawler gefressen. Aber Esteban will einfach keine Kämpfer in die Mine schicken.
Und warum? Die Typen gehören zu Ravens Leibgarde und Esteban hat Schiss, ihnen was zu sagen. Stattdessen lässt er uns lieber verrecken. Alles klar, okay. So. So, Senyan haben wir schon mal hinüber. Ich sehe aber auch schon, ich bin jetzt 10 Minuten überfällig. Dann machen wir hier auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.